Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All. Wir sind hier immer noch im aktuell ersten Fall dieses Spiels und ich behaupte mal, dass gerade der wahre Täter vor uns steht. Ist ja auch nicht schwierig, das herauszufinden, hier beim ersten Fall. Und jetzt und gleich wollen wir noch weiterhin seine Lügen aufdecken, um dann eben beweisen zu können, dass er es letztendlich war. Und ich möchte damit anfangen mit dieser Aussage hier. Wir haben ja schon im letzten Part uns die Aussagen durchgelesen und auch wieder schön angegriffen. Und hier spricht er davon, dass Bananen am Tatort gesehen wurden, wie sie dann vom Polizisten herunterfielen. Aber das ist ein bisschen komisch, weil da nämlich eigentlich keine Bananen waren. Denn er hat da sich anscheinend dann etwas verguckt, denn es waren gar keine Bananen. Es war stattdessen, behaupte ich mal, der gelbe Baseballhandschuh. Kann man, wenn man nur kurz hinguckt, vielleicht schon mal dann verwechseln und dann denken, dass ein Bananenbündel sei. Aber Bananen waren da nicht, sondern eben der Baseballhandschuh und das möchte ich ganz gerne präsentieren. Einspruch! Herr Wellington, ich denke, ich habe die Bananen, die Sie sahen, genau hier. Ach, du hast auch von den Bananen gewusst. Warum hast du das nicht früher gesagt? Er erkennt sie jetzt immer noch nicht. Hä, bist du dumm? Aber glaub bloß nicht, dass du dadurch mehr Informationen bekommst. Da könnten sie sich täuschen. Herr Wright, was hat das zu bedeuten? Ist das nicht der Baseballhandschuh? Was? Ein Baseballhandschuh? Sieht der nicht lecker aus? Möchten Sie mal reinbeißen? Nein! Euer Ehren, ich denke, damit ist eine wichtige Tatsache bewiesen. Dieser Zeuge mag Bananen, sieht schlecht oder versteht nichts vom Baseball. Ah, okay, das waren nämlich seine Brille auch, die da kaputt gegangen ist. Weil er nämlich auch kurzsichtig ist. Okay. Übrigens, wie schlecht sind Ihre Augen eigentlich? Hä? Wie? Was? Du? Warum fragst du mich denn plötzlich danach? Euer Ehren, es ist doch ein leichter Fehler, den Handschuh mit Bananen zu verwechseln. Nein, das glaube ich nicht. Einspruch abgelehnt. Du bist einer von diesen Menschen. Ja, du weißt schon, was ich meine. Du bist wie die Galileo wegen... Warum spricht jetzt von Galileo? Was ist los mit dir? Ganz ruhig bleiben. Und genau deswegen habe ich sie gefragt, wie schlecht sie sehen. Ich bin auf beiden Augen extrem kurzsichtig. Ganz schön schlimm, stimmt's? Warum tragen Sie Ihre Brille heute eigentlich nicht? Weil sie kaputt gegangen ist? Das liegt daran, dass ich sie kürzlich verloren habe. Natürlich hatte ich vor, mir sofort eine neue Brille anfertigen zu lassen. Aber wissen Sie, meine Brille ist etwas außergewöhnlich. Sie zu ersetzen ist also... Was war, als Sie den Mord sahen? Trugen Sie da Ihre Brille? Okay, ganz ruhig bleiben, ansonsten wirkt es sich noch selber mit seinem Schal, oder wie? Wie sieht's aus, Zeuge? Du bist ein unnachgiebiger, boshafter Mann. Du bist wie einer von denen, die Johanna... Oh mein Gott, hör doch auf zu nerven jetzt, du Idiot. Was letztlich nichts anderes bedeutet, als dass sie zur Tatzeit keine Brille trugen. Daraus folgt, dass die Frau am Tatort und die Angeklagte ein und dieselbe Person sein soll, kann durch diesen Zeugen nicht bewiesen werden. Aber der Höhenunterschied betrug nicht einmal 3 Meter. Es war ihm also durchaus möglich, das Gesicht der Angeklagten oben zu erkennen. Der kann nicht mal den Baseballhandschuh von Bananen unterscheiden. Wie soll der dann das Gesicht sehen können, Payne? Zeuge, bitte präzisieren Sie Ihre Aussage. Bedenken Sie, dass es um das Leben einer Frau geht. Ja, Euer Ehren. Nun denn, bitte fahren Sie mit Ihrer Aussage fort. Bitte sagen Sie dem Gericht, was passierte, nachdem der Mord geschehen war. Okay, wirklich ganz ruhig bleiben, alles wird gut. Was als nächstes geschah? Das Mädchen auf dem Weg rannte weg, als sie mich sah. Anschließend habe ich sofort bei der Polizei angerufen, um das Verbrechen zu melden. Es muss so gegen 18.45 Uhr gewesen sein, als ich anrief. Die müssen viel Zeit haben, denn sie waren schon nach etwa 10 Minuten da. Ich wollte mal kurz gucken, wann war nochmal eigentlich der Todeszeitpunkt? Das war nochmal 18.28 Uhr. Und um 18.45 Uhr hat er angerufen. Okay. Die müssen viel Zeit haben, denn sie waren schon nach 10 Minuten da. Die Person, die sich auf dem oberen Weg befand, sah sie also und rannte dann weg. Ja, das stimmt. Weswegen selbst jemand mit einem nicht zu überragenden Hören wie dem meinen kapiert, dass dieses Mädchen die Mörderin ist.
Sie können den Zeugen jetzt befragen, Herr Wright. Okay. Was als nächstes geschah? Ja, los geht's. Das Mädchen auf dem Weg rannte weg, als sie mich sah. Moment mal! Sie rannte weg. Einfach so? Ja, genau. Sie sah mich und floh aus dem Nest, wie der schuldige Vogel, der sie ist. Ach, tut mir leid. Ist das zu schwierig formuliert für einen mit drittklassiger Ausbildung? Da musste ich tatsächlich einen Moment überlegen. Nun, wenn sie weglief, als sie sie sahen, wie konnten sie meine Mandantin erkennen? Der Zeuge hat diese Frage schon beantwortet. Er hat ausgesagt, dass die Angeklagte die Schuldige ist. Das stimmt. Herr Wright, ich lasse Ihre Frage aus dem Protokoll streichen. Hä, willst du mich verarschen? Wie kann ich mehr Informationen aus ihm herausbekommen? Anschließend habe ich sofort bei der Polizei angerufen, um das Verbrechen zu melden. Sofort? 17 Minuten später? Sofort? Inwiefern? Unverzüglich. Ich meine, gewiss. Möglicherweise verging eine Minute, aber das ist die Pflicht jedes Bürgers. Wurde das an deiner lausigen Schule nicht gelehrt? Glauben Sie etwa, dass an der Uni gelehrt wird, wie man die Polizei ruft? Hey Nick, ich glaube, du solltest mal einen Blick in die Gerichtsakte werfen. Okay, wieder mal hier der unterschwellige Tipp, dass ich hier was präsentieren muss. Habe ich auch schon verstanden. Ich will trotzdem weiter angreifen. Das will ich immer ganz gerne so machen. Habe ich auch schon beim ersten Teil gemacht. Ich will, auch wenn ich schon weiß, was ich präsentieren will, ich will ganz gerne immer alles angreifen, da man ja vielleicht doch noch weitere Infos bekommen könnte. Kann das sein? Es muss so gegen 18.45 Uhr gewesen sein, als ich anrief. Moment mal! Woher wissen Sie, wie spät es war? Dieser Inspektor hat's mir gesagt. Du weißt schon, wen ich meine. Der mit der Jacke, mit der er aussieht wie einer, der keinen Schulabschluss vorweisen kann. Das ist übrigens auch interessant, weil ich dachte jetzt, dass er halt antworten will, dass er wieder auf die Uhr geschaut hat, die er auch schon im letzten Part erwähnt hat. Aber er ist ja extrem kurzsichtig. Kann er eigentlich dann die Uhrzeit da ablesen davon übrigens? Also das passt mit seiner Aussage auch nicht ganz so überein, aber der erzählt ja eh völligen Bullshit, weil ich behaupte ja, dass er der Mörder ist. Deswegen er ja dann eigentlich hätte oben stehen müssen. Also dass er unten stand, stimmt ja im Endeffekt möglicherweise gar nicht. Und ich meine, kann er es irgendwie schaffen, wenn er unten steht und der Dustin ist oben? Kann er es dann schaffen, von da aus ihn irgendwie runterzuschubsen? Oder so? Eigentlich weniger, aber mal gucken. Der mit der Jacke, genau. Hey Junge, ich habe einen Abschluss von einer erstklassigen Universität. Ich glaub das nicht. Das ist egal. Ich denke, ich habe mich nicht geirrt, was die Zeit des Anrufs betrifft. Und falls ich falsch liegen sollte, kann dieser Inspektor wohl nicht die Uhr lesen. Was? Also wirklich? Du bist so ziemlich das armseligste Bürschchen. Ich denke, das Gericht versteht sie. Nun, wie hat die Polizei reagiert? Die müssen viel Zeit haben, denn sie waren schon nach etwa 10 Minuten da. Moment mal! Sie behaupten also, die Polizei sei um 19 Uhr bereits am Tatort gewesen? Sie war schon früher da, glaube ich. Zu dieser Tageszeit sind für gewöhnlich nicht viele Leute in dieser Gegend. Aber plötzlich, ehe ich mich versah, tummelten sich überall Menschen und gafften. Das sagt sicherlich einiges über die Moral der Menschen in diesem Land aus. Ich kann in seiner Aussage nichts Außergewöhnliches finden. Warum siehst du nicht nochmal in der Gerichtsakte nach? Ja, ich denke, das sollte ich tun. Okay, und wir sind einmal durch. Also ich muss dann gleich präsentieren. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, wo ich jetzt präsentieren muss. Also nicht hundertprozentig. Er war eigentlich schon hier, weil hier sagt er nämlich das mit dem Sofort. Und das Sofort ist halt hier dann ganz wichtig. Danach sagt er halt das mit 18.45 Uhr. Aber hier eben das mit dem Sofort. Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil eigentlich ist es so, dass irgendwie beide Aussagen zusammenhängen. So ein bisschen, weil er hier das mit 18.45 sagt. Und wo muss ich jetzt da, also wie gesagt, ich muss den Autopsiebericht präsentieren, weil er eben um 18.28 Uhr gestorben ist. Und er hat um 18.45 Uhr sofort danach angerufen. Es wäre mir irgendwie lieber, wenn jetzt in der Aussage auch ein Sofort stehen würde. Weil, wie gesagt, in der vorherigen Aussage steht eben das mit dem Sofort, aber hier halt das mit 18.45. Und wo präsentiere ich jetzt? Vielleicht ist auch so, dass beide richtig sind, das kann auch sein. Lass mal kurz genau durchlesen. Anschließend habe ich sofort bei der Polizei angerufen, um das Verbrechen zu melden. Ja, das ist an sich kein Widerspruch hier zu erkennen, weil das mit den 18.45 hat er ja hier noch gar nicht erwähnt. Deswegen, es muss schon das sein. Also ja, ich werde dann hier präsentieren und dann eben den Autopsiebericht. Einspruch! So, Musik ist weg, also dürfte richtig sein. Mich würde, wie gesagt, interessieren, ob es auch bei der anderen Aussage ginge. Weil das ist, ich meine, könnte man schon auch irgendwie zählen lassen, aber das ist noch ein bisschen eindeutiger hier. Eben wegen auch 18.45 Uhr. Aber okay.
Herr Wellington, würden Sie sich das bitte mal ansehen? Sie meinen den Autopsiebericht des Opfers? Laut dieses Berichts wurde der Mord um 18.28 Uhr verübt. Ja und? Sie haben gesagt, Sie hätten die Polizei unmittelbar nach dem Mord angerufen. Allerdings war es bereits 18.45 Uhr, als Ihr Anruf bei der Polizei einging. Hier gibt es eine deutliche Lücke von 17 Minuten. Streiten Sie das ab? Ich denke, das Gericht würde gerne hören, was Sie in diesen 17 Minuten gemacht haben. Der Zeuge hatte einen Schock, nachdem er diesen grausamen Mord ansehen musste, für 17 Minuten am Stück. Es ist doch nur allzu verständlich, dass er etwas benommen war. 17 Minuten würde ich nicht unbedingt als etwas benommen bezeichnen. Herr Wellington. Ja? Erklären Sie uns das. Was haben Sie in diesen 17 Minuten gemacht? Beantworten Sie die Frage. Telefon. Ich meine, spucken Sie es aus. Ich habe eine Telefonzelle gesucht. Eine gesucht? Eine Telefonzelle? Wollen Sie damit sagen, Sie hätten kein Handy? Sie und Ihre Fragen, als ob Sie eine Matroschka-Puppe völlig zerlegen wollten. Habe ich noch nie gehört. Matroschka-Puppe? Oder habe ich das schon mal gehört? Keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Sie glauben wohl tatsächlich, Sie seien etwas Besonderes. Zeuge. Ich habe mein Handy verloren. So, bist du jetzt glücklich? Sie haben es verloren. Unglaublich. Sie verlieren erst ihre Brille und dann ihr Handy. Sie müssen ziemlich schusselig sein, was ihr Hab und Gut betrifft. Was? Dürfen erstklassige Menschen denn nicht auch mal etwas verlieren? Haben Sie noch nie davon gehört, dass alle Genies eine kleine Marotte haben? Da ich eine Marotte habe, heißt das, dass ich ein Genie bin. Können Sie mir folgen? Ich denke, einfach gestrickte Menschen wie Sie können das nicht Genug jetzt. Oh Mann. Oh Mann. Warten Sie. Einen Moment mal. Er hat sein Handy verloren? Nick, dieses Handy könnte das... Du meinst dieses Handy, das Maggie gefunden hat? Das kann nicht... Oh Mann. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Was soll ich denn jetzt bloß tun? Weiter befragen. Herr Wellington. Wo ist Ihr Handy denn jetzt? Hey, was soll denn die ganze Aufregung? Du scheinst etwas verwirrt zu sein. Ich habe mein Handy gefunden, musst du wissen. Siehst du? Hier ist es. Oh, verstehe. Sieht so aus, als hätte er sein Handy. Und ich dachte, vielleicht wäre das hier seins. Irgendwas stimmt hier nicht. Nun denn, ich glaube, diese Sache hätten wir geklärt. Naja, geht so. Zum Zeitpunkt des Mordes hatte der Zeuge sein Handy nicht, weil er es verloren hatte. Deswegen verzögerte sich sein Anruf, weil er erst noch eine Telefonzelle suchen musste. Ich will nur mal ganz kurz euch übrigens das Tatortfoto zeigen, das erste. Weil er musste nämlich eine suchen, ne? Weil keine Ahnung, wo eine ist, erst 17 Minuten entfernt von ihm. Es war ja nicht bestimmt direkt vor ihm eine, ne? Auf jeden Fall. Oh Mann. Ja, das wäre es im Wesentlichen. Ich denke, man könnte es durchaus so formulieren. Das würde natürlich übrigens schon vielleicht dann... Also seine Aussage würde mehr Sinn machen, wenn er halt tatsächlich oben stand. Weil vielleicht hat er von da oben aus dann die Telefonzelle nicht sehen können. Und deswegen hat er dann noch danach suchen müssen. Ich meine, das sind sowieso 1000 falsche Sachen bei ihm. Mit dem Handy auch noch, aber okay. Haben Sie noch weitere Fragen? Ja, habe ich. Euer Ehren, die Aussage des Zeugen ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass der Zeuge nach einem Telefon suchen musste. Was erlaubst du dir? Sie können nicht einfach ungeheuerliche Behauptungen aufstellen. Wo ist der Beweis? Ja, ich hab einen. Nun, natürlich. Dieser Beweis sollte wohl reichen, denke ich. In Ordnung, dann legen Sie mal Ihren Beweis vor. Bitte legen Sie den Beweis vor, dass der Zeuge keine Telefonzelle suchen musste. So, nochmal kurz gucken, das erste war es. Das zweite, das erste. Genau. Nimm das! Es ist eigentlich ganz einfach. Sehen Sie sich das bitte mal an. Das Tatortfoto? Gibt es ein Problem damit? Ach, das Foto selbst ist völlig in Ordnung. Wenn Sie es jedoch angesehen haben und mir nicht folgen können, haben Sie ein Problem. Nein! Es ist eine Telefonzelle. Das stimmt. Der Zeuge hätte gerade mal 3 Schritte machen müssen. Herr Wellington, warum haben Sie nicht das Telefon benutzt, das direkt vor Ihrer Nase war? Ruhe, Ruhe! Was beweisen Sie denn damit, dass das Verbrechen etwas verspätet gemeldet wurde? Etwas?
Der Zeuge kann nicht erklären, was er in diesen 17 Minuten gemacht hat. Das ist Grund genug, Zweifel an seiner Aussage zu haben. Ja, das stimmt nur allzu sehr. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen, Zeuge? Dann wette ich, dass dieses Handy wirklich seins ist, Nick. Er muss Dustin getötet haben, um das Handy zurückzubekommen. Aber Maggie hat gesagt, dass sie es ihm zurückgeben wollte. Deshalb hatte er keinen Grund, ihn deswegen zu töten. Ja, beim Motiv habe ich auch noch keine Ahnung, übrigens, warum er das getan hat. Aber wird sich schon noch klären. Und darüber hinaus haben wir das Handy noch, das sie gefunden hat. Aber falls er nicht sein Handy gesucht hat, hat er vielleicht nach etwas anderem gesucht. Hat er? Herr Wright. Ja, euer Ehren. Möchten Sie dem Gericht vielleicht Ihre Überlegungen mitteilen? Haben Sie eine Erklärung dafür, was der Zeuge in diesen 17 Minuten getan hat? Ich bin mir nicht ganz sicher, weil, wie gesagt, ich vermute ja eh, dass es völlig anders war, als er erzählt. Und da muss ich dann alles neu überdenken, weil er ja zum Todeszeitpunkt, oder halt kurz vor dem Todeszeitpunkt, halt oben war und ihn dann runtergeschubst hat. Und dann ändert sich halt komplett alles, wenn er oben stand. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich mach mal ja, habe ich, weil das macht ja Phoenix auch gerne. Einfach mal so auf Verdacht ja sagen. Es gibt nur eine mögliche Erklärung. Na schön, dann wollen wir Ihre Erklärung mal hören. Seien Sie allerdings gewarnt, dass Sie im Falle einer nicht überzeugenden Erklärung bestraft werden. Denken Sie also gründlich nach, ehe Sie etwas vorlegen, Herr Wright. Ja, ich weiß. Ja, euer Ehren. Ich hätte wohl nicht sagen sollen, dass es nur eine Möglichkeit gibt. Oder ist es doch so, dass ich jetzt schon, dass ich jetzt in der Sackgasse bin und dass ich immer einen Fehler mache und ich hätte auf Nein gehen sollen? Oder wie? Legen Sie dem Gericht dieses eine Beweisstück vor, das Folgendes beantwortet. Warum hat der Zeuge die Polizei nicht sofort angerufen? Okay, jetzt bin ich mir nicht sicher. Mal kurz überlegen, ich will mal kurz alles durchgehen. Die Anwaltsmarke, nein, das Handy. Maggie fand es im Park, sie kontaktierte den Besitzer, aber er tauchte nie auf. Er tauchte nie auf übrigens. Okay, wird halt zumindest behauptet, ne? Aber... Der Autopsiebericht? Nein, würde ich nicht sagen. Die Brille. Unter der Leiche des Opfers gefunden. In der Nähe lagen Gläser für Kurzsichtige. Das ist auch noch ein bisschen die Frage übrigens. Wie eigentlich seine Brille dann unter die Leiche kam. Weil ich meine, er muss ja eigentlich oben gestanden haben, um den halt runterschubsen zu können, ne? Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher. Und ist es dann so, dass dann da währenddessen, dann vielleicht im Kampf oder so mit ihm, dann seine Brille runtergefallen ist und dann ist halt der Dustin genau draufgefallen oder wie? Ich weiß es nicht. Dann das erste Tatortfoto. Das Opfer fiel vom Fußweg. Für mehr Details bitte prüfen drücken. So, ich soll ja herausfinden, warum der Zeuge nicht die Polizei sofort angerufen hat. Was für einen Grund es dafür gab. Das soll ich herausfinden. Ja, ich weiß es nicht genau. Also hier ist ja auch so, dass das Opfer dann Maggie geschrieben hat, angeblich. Aber ich behaupte ja, es war gar nicht er, haben wir auch schon so halb herausgefunden. Es war eben dann der Täter. Ja, okay, vielleicht ist es so. Lass mal kurz überlegen. Also, der Täter stand oben und hat ihn runtergeschubst. Und dann war er aber schon tot, als er auf dem Boden lag, eben um 18.28 Uhr. Und dann musste aber der Täter nochmal halt irgendwie dann da außen rumlaufen, um halt dann da nach unten zu kommen. Ich weiß nicht genau, wie weit man da laufen muss. Er ist wahrscheinlich nicht einfach dann in den Abgrund runter gesprungen, sondern dann eben außen rumgelaufen, ist dann zu der Leiche hingegangen und hat dann dort mit seinem Finger Maggie in den Sand gekritzelt. Und das alles hat halt dann 17 Minuten gedauert. Oder so, vielleicht. Baseballhandschuh? Nein. Oder? Nee. Visitenkarte? Auf der Rückseite steht die Handynummer. Oh, nicht. Namensliste. Eine Liste von Schwindlern. Was hat sich damit nochmal auf sich? Eine Liste von Schwindlern mit Telefonnummern, die auf dem Handy waren, das Maggie fand. Oh Gott. Okay. Ja, ist kompliziert. Also, auf diesem Handy hier, das sie gefunden hat, bei der Liste von Schwindlern. Aber das haben wir jetzt wir, also das hat er nicht. Logischerweise. Ja, ich weiß nicht sicher. Am ehesten würde ich dann eben das hier sagen, weil er halt das dann noch vorbereiten musste. Aber das sind jetzt fast schon irgendwie zwei, drei Schritte zu weit. Und ich glaube nicht, dass es stimmt. Aber es ist noch das, was am ehesten richtig ist, weil er eben noch dann den Tatort vorbereiten musste, bevor er dann die Polizei rufen konnte. So irgendwie. Ja, wie gesagt, das macht, finde ich, am meisten Sinn. Oder bei den Profilen kann ich auch präsentieren. Ich kann auch, was, ich kann auch die präsentieren. Die Profile. So, Maggie. Dustin Prince.
das Opfer, dann Pain, ist mir egal, Maya, keine Ahnung, wer das ist, aber irgendwie bekommt sie mir bekannt vor. Dann Richard Wellington, selbsternannter freier Virtuose, sucht noch immer nach der richtigen Uni. Okay, nee, ich werde da mal das Tatort-Foto 2 präsentieren. Das könnte jetzt dann der erste Fehler vielleicht schon sein, aber ich mach's mal. Das, oh, Musik geht weiter schlecht. Vielleicht ist das der Beweis, der sie überzeugt. Ja, vielleicht. Wenn du mit vielleicht anfängst, Phoenix, ist es wahrscheinlich schlecht. Vielleicht? das war nur so eine Idee, die einfach raus musste. Ich schlage vor, dass sie vielleicht einen besseren Beweis finden sollten. Ja, natürlich, euer Ehren. Nun denn. Aber bevor sie das tun, werden sie bestraft. Autsch. Autsch, genau. Legen sie dem Gericht diesen... Ah, nee, ist schon so. Ich dachte, ich wäre in der Sackgasse. Aber ich kann und muss jetzt schon einen Beweis präsentieren. Okay, bin ich jetzt echt schon verwirrt, muss ich sagen. Das ist interessant, weil ich weiß ja genau. Ich glaube nämlich schon, dass jetzt der Tathergang, wie ich ihn beschrieben habe, dass er schon an sich so stimmt. Irgendwie. Dass er eben oben war, ihn geschubst hat, dann nach unten gelaufen ist und dann da halt das mit seinem Finger reinkritzeln musste in den Sand. Aber ich habe da vielleicht eben schon ein paar Schritte zu weit gedacht. Ich muss erstmal das hier halt dann irgendwie beantworten. Warum hat der Zeuge nicht die Polizei nicht sofort gerufen? Da muss eigentlich doch mit dem Handy irgendwas zu tun haben, aber ich kann das noch nicht so ganz zusammenreimen. Leider. Oder doch die Brille hier irgendwie? Unter der Leiche des Opfers gefunden. In der Nähe lagen Gläser für Kurzsichtige. Ja, keine Ahnung. Das Opfer fiel vom Fußweg. Für mehr Details bitte die Prüfentaste drücken. Ich weiß nicht genau. Oder muss ich vielleicht doch irgendwie das hier präsentieren, um halt dann zeigen zu können, dass er gar nicht unten war, aber wenn er unten gewesen wäre, hätte er sofort die Polizei rufen können. Deswegen musste er oben sein. Quasi. Und das Handy hatte er auch nicht mehr. Boah, ich weiß es nicht. Das ist jetzt, wie gesagt, schon nicht so einfach, finde ich. Und ich werde jetzt dann fast schon ein bisschen rumprobieren müssen, weil ich mir jetzt nicht sicher bin. Der Handschuh? Maßgefertigt für einen Linkshänder. Nee, das macht auch keinen Sinn. Warum hat der Zeuge die Polizei nicht sofort gerufen? Ja, ich nehme jetzt einmal das Handy, weil das ja auf jeden Fall hier in den Fall sehr, sehr stark verstrickt ist. Aber ich weiß jetzt nicht genau, mit was für einer Argumentation, muss ich zugeben. Ich würde am ehesten vermuten, jetzt entweder halt das Handy oder auch diese Namensliste da oder eben das erste Tatortfoto. Eins von diesen dreien dürfte es jetzt dann noch sein. Das zweite ist ja nicht, wie wir schon wissen. Aber ich nehme jetzt einmal das Handy. Nimm das! Vielleicht. Okay, auch wieder falsch. Toll. Puh, das ist interessant tatsächlich, dass ich hier beim ersten Fall jetzt dann schon bei diesem Beweis, wo ich was präsentieren muss, jetzt schon keine Ahnung habe, was ich da tun muss. Das ist sehr interessant. Übrigens ist es mein Ziel, wieder mal, was ich ja im ersten Teil nicht leider so wirklich schaffen konnte. Also trotzdem mein Ziel, dass ich halt zumindest niemals Game Over gehe. Wenn ich ein paar Mal Fehler mache, ist okay. Aber ich würde ganz gerne eben niemals Game Over gehen wollen. Und ich hoffe, ich schaffe es jetzt auch hier. Ich werde schon hinkriegen. Dann ist mal das erste Tatort-Foto. Nimm das! Hä? Ich check's nicht. Was muss ich denn jetzt hier präsentieren? Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Und ich meine, ist es jetzt auch nicht so, dass ich jetzt einfach nur blind rumprobiere, weil ich habe mir ja schon meine Gedanken gemacht. Aber ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Dann doch noch die Namensliste. Das ist halt noch das, was am ehesten auch noch irgendwie damit zu tun haben könnte. Lass mal kurz überlegen. Eine Liste von Schwindlern mit Telefonnummern, die auf dem Handy waren, das Maggie fand. Ja, ich meine, vielleicht musste er erst noch dann die alle anrufen, oder? Das macht ja auch keinen Sinn, weil er hat ja das Handy niemals gefunden. Oder niemals bekommen, dass die Maggie gefunden hat. Das haben jetzt wir aktuell. Das hat er ja niemals in die Hände bekommen mehr, nachdem er es verloren hatte, anscheinend. Aber das macht doch am meisten Sinn von den anderen Sachen, weil ich meine, was könnte es ansonsten denn noch sein? Autopsiebericht? Nein. Das ist nicht. Die Brille? Nee, das Brille macht doch auch keinen Sinn, oder? Der Handschuh auch nicht. Die Visitenkarte sowieso nicht. Verstehst nicht. Namensliste? Nein, hä? Ich check's echt. Es tut mir leid, Leute, ich check's nicht. Ich weiß nicht. Das ist echt interessant. Dass ich hier beim ersten Fall schon keine Ahnung habe. Ich habe wenigstens einige Leben. Das ist ganz gut, weil ich habe jetzt schon 3 oder 4 Fehler oder sowas gemacht. Und im ersten Teil hatte ich ja nur 5 ausgezeichnet, also 5 Leben. Aber ich habe ja anscheinend ein bisschen mehr. Aber ich kann mir sogar auch vorstellen, das mit der Lebensleiste auch ganz cool, dass da vielleicht mal später ein paar andere Beweise, die ich dann präsentieren muss, dass dann die eventuell auch mir mehr Leben abziehen, je nachdem, wie relevant die halt oder halt wie wichtig das für den aktuellen Fall ist. Dass eben das nicht immer gleich viel abzieht, sondern auch unterschiedlich viel eventuell. Das kann sogar sein. Keine Ahnung. Ja, ne, dann
Ich muss jetzt dann leider halt doch raten, weil ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe jetzt dann alle Beweise schon präsentiert, die für mich irgendwie noch Sinn machen könnten. Aber jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Die Brille. Nimm das. Die Brille. Okay. Warum die Brille? Ich verstehe es nicht. Mal schauen. Herr Wellington. Was? Tu das nicht. Ich hätte beinahe einen Herzinfarkt erlitten. Das ist Ihre Brille, richtig? Woher? Wo hast du die gefunden? Na? Ich glaube, das Gericht hat gehört, was Sie gerade gestanden haben. Dass diese Brille tatsächlich Ihnen gehört. Ja, das war mir ja eh schon irgendwie klar. Ich werde Ihnen sagen, wo sie gefunden wurde, Herr Wellington. Diese Brille wurde unter der Leiche des Opfers gefunden. Unter der Leiche des Opfers? Ruhe, Ruhe. Nun, Moment mal, halt. Ich habe nichts gestanden oder bestätigt. Euer Ehren, ich denke, die Antwort ist doch ganz eindeutig. Als Dustin Prince fiel, griff er sich die Brille des Täters. Der Täter wusste, dass er seine Brille finden musste und suchte sie verzweifelt. Er hat sie gesucht. Er merkte nur nicht, dass sie sich unter der Leiche des Opfers befand. Und deswegen brauchte er 17 Minuten, um diesen Anruf zu machen. Er hat seine Brille gesucht. Aber es macht immer noch keinen Sinn, weil es würde ja... Damit sagt jetzt Phoenix tatsächlich, dass er unten stand. Und dass dann, halt der Dustin tatsächlich runtergefallen kam und er das von unten aus beobachtet hat. Aber das stimmt ja nicht. Weil er war es ja. Okay, verstehe ich nicht. Aktuell noch. Aber wird sich schon noch klären. Alright, bezichtigen Sie den Zeugen, der eigentliche Mörder zu sein? Natürlich, genau das tue ich. Hä, aber... Übrigens, coole Musik. Wow, ganz ruhig bleiben, nicht dich erwürgen, bitte. Ich weiß, dass ich recht habe. Er ist der tatsächliche Mörder. Hast du es gelöst, Nick? Mehr oder weniger. Sieht so aus, als wäre dieses Handy doch der Schlüssel zu diesem Fall. Wie auch immer, das ist jetzt die Chance, diesen Typen über Bord zu werfen. Ich werde ihn mit nur einem Schuss versenken. Ja, es ist so aufregend, dich wieder bei der Arbeit zu sehen. Irgendwie bin ich jetzt wieder ganz so wie früher. Jetzt kommt's drauf an. Es steht auf das Messer Schneide. Das ist der Moment, auf den ich gewartet habe. Ruhe, Ruhe! Euer Ehren, der Verteidiger macht dieses Gericht lächerlich. Ohne solide Begründung beschuldigt er den Zeugen, der Mörder zu sein. Ja, das stimmt. Ich bin kein Verbrecher. Dieser drittklassige Schwindler von einem Anwalt. Warum betrachten wir das Ganze nicht einfach aus einer anderen Perspektive? Wir würden gern Ihre Erklärung hören, warum Sie nicht der Mörder sind. Nun, das ist einfach, zum Beispiel, das ist, der Name, den das Opfer schrieb. Was ist damit? Ach, Sie meinen den Namen Maggie? Ja, selbst ein Idiot wie du kann das lesen, oder? Aber wir wissen doch bereits, dass das Opfer das nicht geschrieben hat. Schließlich schreibt sich der Name der Angeklagten Maggie EY und das Opfer war Linkshänder. Sie behaupten also, um der Angeklagten die Schuld zuzuschieben, schrieb der wahre Mörder ihren Namen mit der rechten Hand des Opfers auf den Boden? Na, aber... Würde das nicht heißen, dass der wahre Täter jemand war, den die Angeklagte kannte? Wie hätte diese Person sonst wissen können, dass ihr Name Maggie war? Ja, das wusstest du, weil es wurde ja auch schon erwähnt, weil du hast ja auf dem Handy angerufen und Maggie ging dann hin und hat sie gesagt, dass sie Maggie heißt, aber natürlich hat sie nicht buchstabiert, wie sie heißt. Das ist ein gutes Argument. Der Zeuge kannte Frau Byrne vor dem Prozess nicht einmal. Ah, das hatte ich vergessen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass dieser Idiot Maggies Namen schon kannte? Ja. Diesmal bin ich mir auch sicher. Es wäre am besten, wenn ich beweisen könnte, dass der Zeuge eine Möglichkeit hatte, in Erfahrung zu bringen, dass der Name der Angeklagten Maggie ist. Tja, würde die Verteidigung bitte ihre Argumente vorbringen? Woher hätte der Zeuge den Namen der Angeklagten kennen können? Auch vom Handy einfach, oder? Maggie fand es im Park, sie kontaktierte den Besitzer. Genau. Möchte ich gleich das hier präsentieren? Ja? Nimm das! Herr Wellington, Sie hatten am Tag des Mordes Ihr Handy nicht dabei, oder? Was wäre denn, wenn ich es nicht dabei hatte? Als Sie bemerkten, dass Sie es verloren hatten, was haben Sie da getan? Was ich getan habe? Haben Sie nicht versucht, es zu finden, indem Sie es anriefen? Woher... Wie hast du...
Euer Ehren, diese Fragen haben nichts mit dem... Doch haben sie, Payne. Abgelehnt. Herr Wright, wohin soll diese Richtung der Befragung führen? Glauben Sie, dass zwischen dem Handy des Zeugen und dem Mord eine Verbindung besteht? Das glaube ich, Euer Ehren. Am Tag des Mordes hob Maggie Bird im Park ein verlorenes Handy auf. Und? Sie wurde vom Besitzer des Handys angerufen. Hallo? Ach, danke schön. Ich habe mein Handy schon gesucht. Ist das Ihres? Ach, da bin ich aber froh. Wir können uns treffen und ich gebe es Ihnen. Ich werde gleich dort sein. Tut mir leid, ich habe den Namen nicht verstanden. Sagen Sie einfach Maggie zu mir. Dabei haben Sie erfahren, dass sie Maggie heißt. Aber Sie haben einen fatalen Fehler gemacht. Einen fatalen Fehler? Der Name der Angeklagten ist Maggie Y, aber auf dem Boden stand Maggie IE. Zu diesem Fehler konnte es nur kommen, wenn man den Namen nur gehört hatte. Ruhe, Ruhe! Aber Euer Ehren, der Zeuge hat kein Motiv. Und was wollen Sie damit sagen? Das ist ganz einfach, Euer Ehren. Man bringt in der Regel niemanden ohne Grund um. Das ist schon richtig, ja. Herr Wellington hatte keinen Grund, jemanden umzubringen. Okay, das hat halt dann mit der Liste wahrscheinlich zu tun. Weil er halt dann aufpassen musste, weil da eben lauter andere Schwindler noch in der Liste waren. Und wenn halt dann Maggie oder auch dann Dustin da einfach mal so eine von den Nummern gewählt hätten oder so, hätten sie ja herausfinden können, dass das alles Schwindler sind und dass dann auch halt der Wellington halt ein Betrüger und sowas ist. Irgendwie so in der Richtung vielleicht. Das stimmt genau, ich habe kein Motiv. Herr Wright, Euer Ehren, können Sie erklären, welches Motiv dieser Zeuge gehabt haben könnte? Das ist ganz einfach, Euer Ehren. Bist du dir sicher, Nick? Wenn ich gesagt hätte, dass ich keine Erklärung dafür habe, wäre der Prozess vorbei. Nun ja, aber... Nun denn, legen Sie diesem Gericht Beweise vor, dass der Zeuge ein Motiv hatte. Okay, ich mach das mal jetzt auch noch hier in diesem Part, wird ein bisschen länger. Und zwar dann eben, würde ich vermuten, die Namensliste. Nimm das! Hier ist das Motiv von Herrn Wellington. Und was ist das? Eine Liste? Diese Telefonnummern wurden im Speicher des Handys gefunden, das die Angeklagte fand. Wir haben ermittelt, dass die Leute in dieser Liste zu einer gewissen Gruppe gehören. Du hast all diese Nummern überprüft? Natürlich. Diese Telefonnummern waren auf dem Handy gespeichert. Die Namen und Nummern gehören Personen, die zu einer Gruppe von Schwindlern gehören. Was? Schwindlern? Können Sie uns erklären, wie diese Nummern auf Ihr Handy gelangten, Herr Wellington? Das ist skandalös. Ein Einbruch in meine Privatsphäre. Sich Nummern aus dem Telefon eines anderen raussuchen, das ist schlimmer als Mord. Geht so. Du bist einer dieser Leute. Du bist wie die Polizisten. Ja, ne? Dialog mit der Göttin. Was labert er? Das ist von keinem Interesse, Herr Wellington. Ich will von Ihnen nur hören, wie diese Liste zustande gekommen ist. Kannst du dir vorstellen, was es heißt, so gebildet zu sein wie ich? Euer Ehren, das ist... Der Zeuge wird in unzulässiger Weise unter Druck gesetzt. Einspruch abgelehnt. Herr Wright, worauf wollen Sie hinaus? Warum sollte der Zeuge die Nummern einer Gruppe Schwindler besitzen? Ist es nicht offensichtlich, der Zeuge ist... Undercover in der Gruppe? Opfer der Gruppe? Oder Mitglied der Gruppe? Einfach Mitglied, oder? Undercover in der Gruppe? Nee. Opfer der Gruppe? Das ist irgendwie komisch. Mitglied halt einfach, oder? Würde ich vermuten. Herr Wellington ist ein Mitglied dieser bestimmten Gruppe. Nein! Die Nummern all ihrer Freunde sind auf dem Handy gespeichert. Wenn jemand diese Nummern gesehen hätte, wäre für sie alles vorbei gewesen. Deswegen mussten sie den Mord begehen. Nein, das ist zu viel! Das ergibt eine ganze Menge Sinn. Nun, Herr Wellington, haben Sie etwas dazu zu sagen? Jetzt habe ich dich. Er rastet aus. Der Polizist. Gar noch nicht. Euer Ehren. Ja, Herr Payne. Euer Ehren, das ist... Der Zeuge wird in unzulässiger Weise unter Druck gesetzt. Du wiederholst dich. Exakt das gleiche haben Sie vor ein paar Sekunden gesagt. Bitte? Rufen wir uns den Inhalt des Telefongesprächs nochmal ins Gedächtnis. Hallo?
Ach, danke schön. Ich habe mein Handy schon gesucht. Ist das Ihres? Ach, da bin ich aber froh. Wir können uns treffen und ich gebe es Ihnen. Die Angeklagte hatte schon versprochen, das Handy zurückzugeben. Um das Handy zu bekommen, hätte sich Herr Wellington nur noch mit ihr treffen müssen. Warum hätte er noch jemanden umbringen sollen? Eine berechtigte Frage. Hat die Verteidigung dazu etwas zu sagen? Rein logisch betrachtet hat er ja recht. Dann sollten wir vielleicht ungewöhnlichere Möglichkeiten in Betracht ziehen? Ja, wenn wir so vorgehen, mal sehen. Vielleicht hat der Schleimer am Tatort etwas gesehen, das ihn zu dem Mord veranlasste. Teilen Sie Ihre Überlegungen mit uns, Herr Wright. Tja, Herr Wellington wollte das Handy nicht auf freundliche Art holen. Aber die Rückgabe des Handys war abgemacht. Warum hätte er unfreundlich sein sollen? Ich vermute, dass er dort etwas gesehen haben muss, das ihm nicht gefiel. Na gut, Herr Wright. Okay, jetzt mal dann doch hier, glaube ich, den Part beenden, dass der jetzt nicht so ultra lang hier schon wird. Ist auch wieder so mittendrin, ich weiß, aber wie gesagt, es wird noch häufiger vorkommen, dass ich einfach so mittendrin den Part beenden muss, weil halt die Ace Attorney-Spiele einfach, halt abgesehen von Episoden, eine durchgehende Story erzählen und jeder Zeitpunkt einen Part zu beenden ist immer schlecht. Und ich kann halt nicht irgendwie dann 2 Stunden Parts hochladen, wo ich dann die komplette Episode spiele. Deswegen, ne, ich muss dann jetzt hier mal den Part beenden. Ich würde also sagen, Leute, das war's dann hier für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All. Und ich denke mal, dass wir dann im nächsten Part aber wirklich dann diesen ersten Fall hier auch schon abschließen können. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was ich jetzt dann hier direkt präsentieren muss. Also der Wellington hat irgendwas gesehen, was ihm nicht gefiel. Und dann hat er sich dazu entschieden, dann eben den Dustin umzubringen. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, was es ist. Aber das werden wir dann im nächsten Part schon noch alles herausfinden und dann den Typen auch überführen können. Hoffe ich zumindest mal. Okay. Auf jeden Fall wünsche ich dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.